Hi, und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, Zeitgefühl ist auch eine Kunst. Ja, ich habe heute mal wieder ein Thema im Gepäck, so ein bisschen was, wo ich euch mal erzählen wollte. Und ja, also, ich habe vor vielen, vielen Monden, ich nehme jetzt Monde, weil da gibt es mehr als Jahre, weil ich bin noch gar nicht so lange auf YouTube aktiv. Ich glaube, das ist jetzt mein drittes Jahr. Bin mir aber nicht mal sicher. Könnte auch schon das vierte sein. Ich könnte jetzt meine Mutter fragen, aber ich glaube nicht, dass die das jetzt besser weiß als ich. Oder? Sorry. Drei, sagt Mutti. Es ist mein drittes Jahr und 3 Jahre sind jetzt noch nicht so viel. Und ja, vor ein paar Jahren habe ich dann auf jeden Fall mal ein Video gemacht, das Nein sagen oder so in der Art hieß. Da habe ich euch erzählt, dass es mir so schwer fällt, dass Nein sagen nichts Schlechtes ist. Ja, und jetzt die letzten Monate hatte ich hin und wieder Situationen, wo ich so gemerkt habe, ich habe ein immenses Problem, mich durchzusetzen. Also das, was ich möchte, dem anderen näher zu bringen oder um Hilfe zu bitten, die dann auch im Sinne von, ich kann es nicht tun, also würdest du das für mich tun? Und dann frage ich, würdest du das für mich tun? Und wenn der andere dann sagt, nein, dann schaffe ich es nicht zu sagen, auch wenn ich die Energie nicht habe, das dann zu tragen oder so zu sagen, aber ich brauche jetzt deine Hilfe, dass ich, weil ich es nicht selbst kann. Das ist sowas, wo ich so gemerkt habe, aber eben auch an anderen Punkten merke ich es. Also mein Vater, der hat sich vor kurzem einen Laptop zugelegt. Und dieser Laptop, da hat er jetzt hin und wieder Probleme. Und dann sagt er immer zu mir, ob ich ihm dann nicht helfen könnte. Und oh, ich kann da nicht sagen, nein, kann ich nicht, obwohl ich dann eigentlich gar keine Lust oder Energie oder wie auch immer habe. Und ja. Und das habe ich dann so gemerkt, dass mir dieses Durchsetzungsvermögen da fehlt. Und dann habe ich auch mit meinem Therapeuten darüber gesprochen und habe dem das erzählt. Und er hat mir dann auch gesagt, dass es etwas ist, was zu dem Thema Autismus und Asperger dazugehört, dass es nicht anormal ist. Und ich muss sagen, als ich das so gehört habe, war ich richtig froh und war auch richtig erleichtert und habe es noch meiner Oma dann am Telefon erzählt und alles. Und dann habe ich mit meiner Mom noch drüber geredet. Also es ist gerade wirklich so ein richtiges Thema bei uns zu Hause. Und dann vor ein paar Tagen ist mir was sehr Interessantes aufgefallen. Ich neige dazu, 3 Arten dann an den Tag zu legen. Erste, wenn ich dann um was bitte und dann der andere Nein sagt und ich dann einfach so, ja, nicht weiter weiß, dann tue ich es dann doch selber, obwohl es mich dann anstrengt und ich dann die nächsten Stunden einfach nur noch platt im Bett liege. Dann die zweite Variante ist, ich bittel und bettel so lange an meine Mom, also sie ist die Einzige, bei der ich das mich traue oder bei der ich das kann, hoch, bis sie dann doch ja sagt. Und die dritte Variante, und das ist die, worüber ich auch mit euch jetzt am meisten reden möchte, ist die, ich fange an, trotzig zu werden und übers Maß hinaus dann zu versuchen, meinen Willen durchzusetzen. Und dann ist es so, dass ich richtig massiv werde. Und dann ist es auch so, dass ich dann nicht mehr nur sage, ich möchte das nicht, sondern kommen auch solche Sachen wie, das habe ich wirklich schon zu meinem Vater gesagt und das hat mir dann auch leid getan, aber. Und wo ich dann im Nachhinein drüber nachgedacht habe, war es mir dann auch immer ein bisschen arg. Ein bisschen arg. Schön kleinreden, damit es nicht so, damit es nicht, aber wenigstens, es war mir ein bisschen arg. Und dann habe ich auch schon mal zu meinem Vater, der hat mich dann mal darum gebeten, ob ich ihm etwas google. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, jetzt beweg deinen Arsch doch selbst zu deinem Laptop. Himmel nochmal, du hast ein eigenes Gerät. Ich muss doch nicht hier, ich bin doch nicht dein Google-Flocki. Und ja, das wird dann werde ich so richtig massiv. Und darüber habe ich dann wieder mit meiner Großmutter gestern geredet. Und da hat sie zu mir was gesagt, was ich bis dato noch nie so überlegt habe und was dann aber auch Sinn macht. Es ist dann so, dass sich diese Geschichten für mich so lange mit mir selbst ausmachen versuche, indem ich es nicht ausspreche und das Problem nicht bespreche und dass ich dann nicht nochmal versuche, einfach oder sage, es ist mir wichtig. Sondern dass ich dann so lange mich bequatschen lasse oder dass ich dann so lange es tue, was der andere von mir möchte, dabei ich eben nicht sagen, weil ich dieses Nein sagen dann nicht über mich bringe, bis ich mich dann in eine Ecke gedrängt fühle. Aber es ist dann nicht so, dass der andere mich ins Eck gedrängt
gedrängt hat, sondern dass ich mich selbst in diese Ecke gedrängt habe, weil ich nicht für meine Ideale, meine Wünsche, meine Dinge eingetreten bin, sondern weil ich einfach bloß aufgrund von, ja, von meiner Problematik es nicht hinbekommen habe und dann aber übers Ziel hinausschießend mich versuche zu wehren. Und ja, das ist so vom Prinzip wie ein bisschen wie so ein Löwe mit einem Dorn in der Pfote. Vielleicht kann er ein paar Monate dann gut laufen, aber wenn du dann kommen willst und ihm helfen willst oder irgendwas ist, dann faucht er dich an. Und so bin ich dann. Ich fauch dann irgendwann, wenn es mir zu viel wird, den anderen an. Und es ist mir auch ganz, ja, ich finde es auch nicht schön und ich mag das auch gar nicht, aber... Und mir ist dann irgendwann, wenn ich mich dann etwas beruhigt habe, wird mir bewusst, ich habe da jetzt gerade was furchtbar, furchtbar Fieses getan und ich war da nicht nett dem anderen gegenüber. Aber es ist auch oft so, dass ich das Gefühl um meine Umgebung habe, dass mir keiner zuhört, wenn ich sage, ich kann nicht mehr. Dass die Leute trotzdem weiter darum bitten, Dinge zu tun, die ich nicht zu tun vermag. Manchmal sind es Dinge, die ich nicht zu tun vermag, weil ich gerade nicht denke, weil mein Kopf voll ist mit anderen Themen, weil ich gerade eigene Probleme habe, die mich gerade furchtbar beschäftigen. Ja, es sind so Riesendinge wie, unser Haus ist abgebrannt, wenn man uns jetzt mit den Leuten in Kalifornien gerade vergleicht. Aber es sind auch Probleme. Und egal, ob ein Problem groß oder klein ist, in deinen Augen kann es für den anderen ein Riesenproblem sein. Und ich würde dem anderen dann ja auch gern helfen, aber manchmal ist es auch so, dass es einfach aus technischen Gründen nicht geht. Zum Beispiel, sei es, kannst du einen Kalender manchmal nicht synchronisieren, weil das halt ein Unterkalender ist. Dann musst du es anders eintragen. So einfach wäre das dann aber. Oder du kannst auch nicht einfach sagen, ich ziehe den Kalender aus dem Internet raus und synchronisiere den dann mit dem anderen Internet. So was funktioniert manchmal nicht. Und wenn du das dann versuchst, dem anderen klar zu machen, dann kann es sein, dass der andere das einfach nicht verstehen möchte. Und dann bequatscht er dich immer und immer wieder. Und dann kriegst du dieses Thema schon das fünfte Mal. Und irgendwann kommt es dann bei mir, kann ich dann nicht mehr. Und dann bin ich an einem Punkt, wo ich es einfach nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nichts mehr davon will. Und dann werde ich pruddelig. Und das finde ich dann auch selbst nicht schön. Und das würde ich auch gerne ändern. Und ich muss sagen, ich versuche mich jetzt daran, auch mehr Durchsetzungsvermögen zu erlangen. Aber es ist halt wirklich schwierig. Und es ist für mich auch so, dass ich jetzt meiner Mom und meiner Großmutter auch schon erzählt habe. Und meine Mom hat auch schon einen Trainingsplan aufgestellt. Im Moment fangen wir gerade damit an und alles. Und das ist jetzt noch so eine Zusatzarbeit zum Thema wieder rausgehen. Und ja, aber ich möchte das wirklich lernen, mich etwas besser durchsetzen zu können. Und dass ich wenigstens ein bisschen mehr, ja, weiß, was mehr meine Wünsche durchsetzen kann. Mir fällt es auch beim Hasen auf. Ich kann mich nicht mal gegenüber eines Karnickels durchsetzen. Also der tanzt mir gerade sehr auf der Nase rum und ich muss wirklich, er muss in meinen Augen in schwerer Gefahr sein, ich verletze mich schwer Gefahr, dass ich überhaupt mal schaffe, dann mich durchzusetzen und zu sagen, stopp jetzt. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das jetzt die nächste Zeit auf jeden immer besser wird und dass ich es dann schneller schaffe und dass ich dann auch wirklich irgendwann bald kann. Allerdings muss ich auch einfach an diesem Punkt, auch wenn es die meisten gar nicht hören, darum bitten, dass mir die Leute da einfach mal auch ein bisschen helfen. Ich kann das nämlich nicht so von mir aus lernen. Und auch wenn es schwierig ist, es kann nicht schaden, wenn man Hilfe bekommt. Und ich brauche da jetzt gerade ein bisschen Hilfe, weil ich einfach auch merke, dass ich mich in vielen Punkten nicht mehr durchsetze oder dass ich mich noch nicht durchsetzen konnte. Es ist auch so eine andere Sache, die mir einfällt, wo ich mich auch nie durchsetze, aber wo ich es jetzt tatsächlich geschafft habe, einen Erfolg zu verbuchen. Ich habe eine Tante, die hat bis jetzt immer, die hat mich immer gern umarmt. Und sie hat auch immer der ganzen Familie erzählt, dass sie die Einzige wäre, die das darf. Und ich konnte nie sagen, dass ich das nicht mag. Ich bin wie eine Salzsäule gewesen. Ich habe es nicht rausgebracht. Ich habe nichts geschafft diesbezüglich. Und zu meinem Geburtstag habe ich dann allen Leuten eine Liste geschrieben mit den Spezialitäten von Aspergern und habe einfach mal alles, was ich so auf diesem Kanal euch bis jetzt erzählt habe, in eine Liste zusammengefasst und habe das dann dieser Tante auch gegeben und es hat tatsächlich einen Erfolg. Ich spüre die ersten Erfolge und es freut mich so, dass ich es geschafft habe, weil es einfach für mich so eine ganz große Sache ist.
Und ja, manchmal braucht es ein bisschen Hilfe, einfach mal auch eine Idee zu bekommen, wie kann ich mich da besser durchsetzen. Und manchmal braucht man sich auch nicht zu lernen, sich durchzusetzen, sondern manchmal hilft es auch einfach, einen Trick anzuwenden, der dann hilft, sowas zu sagen wie, ja, aber der Sven Björn, der hat, dessen Eltern haben das ja auch gemacht. Es ist nicht nett, aber einfach ja, um selbst nicht immer sich nur für sich durchzusetzen. Ich hoffe, dass ich das irgendwann schaffe, mich durchzusetzen, weil ich das dann nicht nur für mich tun möchte, sondern auch dann irgendwann meine Kinder dann mich für die durchsetzen zu können und meine Danny ihre Wünsche vertreten und für die kämpfen zu können. Aber im Moment weiß ich noch nicht, wie ich das mache, aber ich werde auf jeden Fall daran sehr schwer arbeiten und ich werde euch, wenn es irgendwelche Ergebnisse, irgendwas gibt oder wenn ich irgendwie weiterkomme, werde ich euch das auf jeden Fall erzählen. Aber im Moment ist es so ein Thema, das mich gerade beschäftigt, wo ich auch sehr viel drüber nachdenke. Und ja, ich würde am liebsten gerade einfach jedem sagen, könntest du mir nicht ein bisschen entgegenkommen und mal und vielleicht mal einmal öfter ja sagen als nein, damit ich es wenigstens in dieser Zeit, wo ich es jetzt gerade intensiver übe, leichter habe. Aber das ist halt auch schon so eine Sache. Wie sagt man, ich muss trainieren, mich durchzusetzen. Und das ist ein Thema, wo dir die meisten dann sagen, ja, dann tu's halt. Und du dann denkst, ja, wenn ich es tun könnte, würde ich es ja, dann würde ich halt keine Übung brauchen. Aber das ist halt für die meisten unvorstellbar. Aber an dem Punkt muss man dann selbst auch einfach manchmal sagen, ich brauche die Hilfe. Und wenn ich es nicht schaffe, darum zu bitten, kann es auch manchmal hilfreich sein zu sagen, Mom, Dad, Opa, Oma, du, Nachbar, den ich vertraue, oder Vertrauenslehrer oder Freund oder Freundin oder wie auch immer. Oder Karnickel. Könntest du mir helfen und einfach dem anderen sagen, dass ich da gerade am Üben bin, dass er dann, falls er was sieht oder falls er irgendwie mir auch unter die Arme greift. Und ja, das ist jetzt so gerade das, wo ich jetzt für mich erstmal ja, gerade am Arbeiten bin. Und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall sehr bald sehr viel weiter da komme. Ich wünsche euch jetzt aber ein wunderschönes Wochenende. Falls ihr diese Problematik oder wie auch immer kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, meine letzten zwei Videos klingen nicht allzu düster. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie im Jammertal, aber ich bin eigentlich gar nicht so schlecht gelaunt. Und ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Schreibt mir gerne auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.liedmeatoutlook.com. Ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit, ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao.